Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Kevin Helfenstein und in diesem Video schauen wir uns das Wachstum des E-Commerce für die nächsten Jahre an und wir schauen uns an, wie sich die verschiedenen Werbeplattformen in den nächsten Jahren noch entwickeln werden und was alles noch neu dazukommen wird. Ich hatte das Ganze bereits schon mal in einer Podcast-Folge zusammengefasst und habe mir auch einige Notizen gemacht, habe ausführlich recherchiert und möchte dir heute hier auch ein paar Punkte vorstellen. Gerade so zum Abschluss des Jahres 2020 finde ich das relativ interessant, denn was ja sich 2020 so ein bisschen durchgesetzt hat, nicht nur als soziales Netzwerk, sondern gerade auch so ein bisschen im E-Commerce-Bereich auch sehr stark, ist die Plattform TikTok. TikTok als Social-Media-Plattform, ich selber benutze die privat nicht. Business-technisch gesehen benutze ich die schon, denn auf TikToks haben wir die Möglichkeit als Werbetreibende, als E-Commerce-Unternehmen, haben wir dort die Möglichkeit, Werbeanzeigen zu schalten für unsere physischen Produkte, für unseren Online-Shop. Und das ist eben eine extrem coole Sache. Natürlich muss man auch bei TikTok beachten, dass wir bei TikTok auf jeden Fall nur die jüngere Zielgruppe oder fast ausschließlich die jüngere Zielgruppe ab 13 ansprechen und so bis 34, 35 und darüber hinaus gibt es aktuell noch nicht so viele User auf TikTok, aber das Ganze kann sich natürlich auch ändern. Das war bei Snapchat damals genauso. Damals konnte man bei Snapchat 18 bis 28 targetieren und mittlerweile kann man, glaube ich, sogar schon bis 44 targetieren. Also auch da kommt der Wandel mit hoher Wahrscheinlichkeit auch, nur dass bei Snapchat dann damals das Problem war, dass dann Instagram 2016, meine ich, die Story-Funktion eingefügt hatte und dann konnte man auf Instagram auch Story-Ads schalten und somit ist Snapchat dann so ein bisschen außen vor geblieben, sage ich mal. Das war so damals wie die Situation bei Snapchat. Und was TikTok gemacht hat, ist, dass TikTok jetzt eine Integration bekannt gegeben hat für Shopify. Das ist in den USA schon auf dem Markt. Das bedeutet, dass wir die Möglichkeit und die Funktion bekommen werden, bei TikTok selbst Werbeanzeigen erstmal zu schalten, das ist klar, das funktioniert auch schon. Und dass wir das Ganze auch noch mit Shopify verbinden können. Das heißt, wenn du Shopbetreiber bist und das Ganze über Shopify machst, spielt dir das Ganze nur in die Karten. Wenn du noch keinen Werbeaccount für TikTok hast, empfehle ich dir, dich jetzt für die Präregistrierung anzumelden. Wenn du dich für die Präregistrierung anmeldest, dann besteht die Chance, dass du schneller freigeschaltet wirst, um dort Werbeanzeigen zu schalten als manch andere. TikTok hat aktuell eine extrem hohe Warteliste, wo extrem viele Leute draufstehen und von daher ist es da aktuell schwierig, Werbung zu schalten oder überhaupt dran zu kommen. Ich war zum Glück vor 3 Monaten einer der Glücklichen, die schon Werbung schalten konnten. Toi, toi, toi. Es ist sehr ähnlich wie Facebook Werbung schalten. Also es ist kein Hexenwerk, dort Werbung zu schalten. Wer sich bei Facebook auskennt, der wird auch bei TikTok sich relativ schnell reinfummeln können. Und diese Shopify-Integration, die spielt uns gerade gut in die Karten, weil wir erstens auch eine Möglichkeit haben, eben unseren Pixel bzw. unseren Tag zu installieren, sodass auch alle Events getrackt werden. Aktuell ist es bei TikTok so, dass wir alles manuell hinzufügen müssen mit Codes. Das ist ein bisschen lästig. Man muss jedes einzelne Event immer tracken. Das ist noch so ein bisschen nervig. Und durch diese Integration haben wir die Möglichkeit, auch effektives Retargeting und vor allem dynamische Werbeanzeigen zu schalten, die auf den Kunden individuell angepasst werden. Das heißt, unser Katalog, den wir in Shopify haben, der wird dann integriert nach TikTok rein und das ist eben eine coole Sache, um hier auch effektives Retargeting schalten zu können, ohne viel coden zu müssen. Dann hat Facebook auch noch bekannt gegeben, dass wir bald bei WhatsApp die Funktion haben, dort Shopping-Funktion zu nutzen zu können. Wir sehen das Ganze auf Instagram schon. Wenn du auf Instagram dich mal einloggst, siehst du unten in der Spalte so eine kleine Shopping-Tasche. Dort kannst du jetzt Instagram Shopping öffnen und ja stöbern und nach Shopping-Sachen einfach suchen. Da wird so das Relevanteste, was für dein Profil am relevantesten ist, angezeigt. Da kann man zum jetzigen Zeitpunkt dieses Videos noch keine Werbeanzeigen schalten. Wird aber auch so passieren, dass man bei Instagram und bei Facebook Shopping direkt Werbeanzeigen schalten kann, was ich auch mega cool finde. Dafür hat sich dann der Like-Button verändert bei Instagram. Der ist jetzt nicht mehr unten, sondern der ist jetzt oben. Also der Benachrichtigungs-Button, der ist weg. Und das wird auch wahrscheinlich noch eine coole Sache sein, wie wir dann bei WhatsApp
nicht effektiv Werbung schalten können, aber dass wir unseren Shop, den wir auf Instagram haben und unseren Shop, den wir nicht nur auf Instagram haben, sondern auch noch auf Facebook, dass der automatisiert integriert wird mit WhatsApp, sodass wir, wenn wir WhatsApp öffnen und eine Shop-Integration haben, dort draufklicken und dann öffnen sich verschiedene Online-Shops. Das finde ich eine tolle Sache und deswegen, ich persönlich denke auch, es wird auch nur noch eine Frage der Zeit sein, bis die Tochterfirma WhatsApp vollständig in den Business Manager bei Facebook integriert wird. Das war ja schon mal 2019 im Gespräch, dass man bald auf WhatsApp Werbung schalten kann. Anfänglich nur Stories und dann kam auf einmal auch, dass zwischen den Chats immer Werbung ausgespielt werden soll, was ein bisschen banal aussah. Aber da lassen wir uns einfach mal entspannt drauf uns einfach mal drauf zukommen, was da so passiert und wie das Ganze Fahrt aufnimmt. Dann eine weitere Info ist, dass der E-Commerce-Handel in Nordamerika sich fast verdoppeln wird. Und zwar sind wir bei 36,11 Milliarden Dollar in Nordamerika, die dort jährlich nur durch Dropshipping, also E-Commerce-Dropshipping, umgesetzt werden aus Europa und aus China. Und bis zum Jahr 2027, das haben jetzt so Prognosen festgestellt, soll das Ganze auf bis zu 125,45 Milliarden US-Dollar pro Jahr wachsen. Das ist das Vierfache als wie aktuell. Also wenn das mal kein Zeichen dafür ist, dass der E-Commerce-Handel A wächst und dass das Dropshipping-Modell B noch viel weiter wächst. Also das ist eine tolle Sache. Das hatte ich schon mal in einem anderen Video erwähnt, wo einfach gesagt wird, hey, pass auf, dieses gesamte Thema Dropshipping, das ist einfach total am Wachsen. Viele Unternehmen springen da drauf auf. Bestes Beispiel ist Zalando, die dort aufgesprungen sind auf Dropshipping. Viele kleine Unternehmen machen auch mittlerweile Dropshipping und viele denken ja mal, ja gut, Dropshipping, alles schön und gut, das hat irgendwie was mit China zu tun. Aber wenn man sich mal intensiv mit dieser Materie beschäftigt, dann findet man auch heraus, dass es auch europäische Hersteller gibt und dass man auch das Ganze aus Deutschland machen kann. Von daher ist es immer ganz, ganz wichtig zu wissen. Also Fakt ist, dass 2021 ein Jahr wird, was den E-Commerce-Handel nochmal so ein bisschen revolutionieren wird. Wir werden uns die Geschichte mit TikTok nochmal ein bisschen genauer anschauen. Wir werden uns auch die Geschichte mit den WhatsApp-Geschichten nochmal ein bisschen genauer anschauen. Ich habe einen US-Account auf Facebook für meine US-amerikanischen Werbeanzeigen. Dort gibt es natürlich ein paar mehr Funktionen, die wir hier in Deutschland aktuell noch nicht haben, wenn man natürlich das Ganze auch in den Staaten angemeldet hat. Das ist immer sehr, sehr, sehr interessant und das werde ich auch auf jeden Fall beobachten und halte dich auch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wenn du dir jetzt dein eigenes E-Commerce-Business aufbauen willst oder dein bereits bestehendes E-Commerce-Business ausbauen willst, dann klicke jetzt auf www.kevinhelfenstein.de und buch dir dort ein kostenfreies Erstgespräch. Dann können wir gerne mal gemeinsam telefonieren, Termin vereinbaren und einfach mal schauen, wo wir dir zum jetzigen Zeitpunkt, da wo du gerade stehst, helfen können. Vielen Dank fürs Zuschauen, dein Kevin Helfenstein.